Ja, liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Grüße euch. Ich hatte ja einige Warnungen an euch gegeben, weil es in Deutschland richtig heftig zur Sache gehen wird. Einerseits ist Deutschland in Kriegsvorbereitung. Sie werden auch die jungen Männer zumindest, ich glaube nicht Frauen, sondern die jungen Männer, werden sie zum Militär einbeziehen und werden sie dann in die Ukraine schicken. Und aber das, was dann die entsprechenden Nebenwirkungen sind, sie werden die Grenzen dicht machen, dass keiner flüchten kann. Also gar nicht rein. Rein werden sie die lassen, aber raus nicht. Das heißt, ihr könnt dann auch nicht mehr rauskommen. Sie haben ja auch diese neue Epidemie geplant, Vogelgrippe oder wie sich das nennt, mit einem verpflichtenden digitalen Impfausweis. Wer den nicht hat, kann nicht reisen, kann nicht einkaufen, kann gar nichts. Deshalb habe ich gesagt, kommt doch zu mir in die Türkei. Die Türkei ist das Land der Zukunft, ist das reichste Land Europas. Sie haben die zweitgrößte Militärmacht der NATO und sind jetzt noch verstärkt mit 3,2 Millionen Soldaten durch die Turan-Staaten. Sie sind in Kooperation mit Russland, mit Iran, mit Saudi-Arabien, mit China. Der Türkei wird nichts passieren und die gehen auch aus der NATO raus, das haben sie auch gesagt, und machen bei den BRICS-Staaten mit. Leute, geht doch nach Türkei. Und wenn es nur für 3 Monate ist, dass ihr raus seid, wenn der Krieg jetzt beginnt. Der Krieg wird beginnen. Auch Türkei ist gegen Israel, das wissen wir. Und die haben aber keine Angst, dass sie hier in eine Gefahr kommen, weil sie einfach zu stark sind mit ihren Verbündeten. Sie haben alles ausgesorgt mit Gasversorgung, Erdöl für 100 Jahre, machen die goldgedeckte Währung und so weiter und so weiter. Ich muss sagen, die Preise haben sich jetzt im Sommer erhöht, ist klar, weil Urlaubsreise ist und da gehen die Leute schon mal her. Und dadurch sind die Preise hochgegangen. Aber ansonsten ist der Lebensunterhalt sehr, sehr niedrig, also sehr günstig. Schreibt mich an, ich werde euch helfen. Hier kann man ein Haus mieten für, sagen wir, 500 Euro mit Pool, also Villa mit Pool. Und ja. Was soll ich euch noch sagen? Wer was wissen möchte, schreibt mich an. Scheffler-Volker@web.de. Ich kann euch Details dann berichten. Ich bin auch immer hier gewesen, 30 Mal in 60 Städten. Ich kenne alles. Habe sehr viele Kontakte hier. Und kann euch behilflich sein. Es ist problemlos. Ihr könnt kommen, kein Mensch kümmert sich um euch. Und ihr könnt dann wieder raus, auch kein Mensch kümmert sich. Das ist eine sehr schöne Situation. Menschen sind sehr friedlich, sehr rücksichtsvoll, sehr höflich. Tiere laufen frei noch. Sie wollen die Tiere einfangen, in Tierheime bringen. Aber noch laufen sie frei und jedes Tier ist friedlich. Es gibt keinen Streit, keinen Ärger. Hunde und Katzen leben zusammen, die werden auch gefüttert, werden auch gestreichelt von den Menschen. Die haben ein schönes Leben. Sie laufen frei über die Straße, die Autos halten an, sind sehr rücksichtsvoll. Also Leute, Scheffler-Volker@web.de anschreiben, damit ich euch noch mehr berichten kann und damit ihr raus könnt aus dieser Gefahrenzone. Ihr müsst ja nicht umziehen, nicht auswandern, sondern einfach nur mal raus
Und wenn der ganze Zauber vorbei ist, dann könnt ihr ja eh wieder zurück. Im nächsten Jahr sind 50 Millionen Deutsche weniger da, sagt die Titelliste. Das bedeutet, dann sind Wohnungen billig, weil es ein Überangebot gibt. Dann könnt ihr ja wieder zurück. Okay, alles Gute. Bürger Schäffler, Schäffler-Volker.de.